Peace und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Es geht los von Sulzbach. Moment, ja, von Sulzbach nach Frankfurt zur IAA 2019. Ich bin gespannt. Herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal hier live von der IAA in Frankfurt 2019. Wir haben hier gerade jede Menge Besucher andrang, weil hier ist die ganze Halle gesperrt gewesen, weil die Kanzlerin durchgegangen ist und es war alles gesperrt. Ich habe mir gedacht, das Weg ist wegen mir, aber nee, leider nicht. Aber jetzt ist offen und jetzt können wir endlich dem nachgehen, was wir nachgehen wollen. Und zwar, wenn es geht, E-Autos. Und wir haben jede Menge dieses Jahr da. Ich hoffe, ich erwische alles. Ich habe eure Kommentare gelesen, was wollt ihr sehen und so weiter. Und es hat sich ziemlich viel oder ziemlich einfache Sachen rauskristallisiert, und zwar bezahlbare E-Autos. Gibt es bezahlbare E-Autos? Ja, wir werden die anschauen. Und ich denke, dass diese bezahlbaren E-Autos, die ich jetzt auch gleich zeigen werde, eigentlich die wahren Game-Changer sind hier in dem Segment. Weil das Autos sind, die um die 20.000 Euro kosten, viel mehr Batteriekapazität haben als zum Beispiel mein Soul EV und einfach die alltagstäglicheren Autos sind. Auch wenn ich mich jetzt versprochen habe, ihr wisst, was ich meine. Hier haben wir zum Beispiel eine Demonstration von Greenkeys, so wie es aussieht. Die stehen auf den Autos drauf. Ja. Wir machen einfach Demo und die Dächer kaputt. Jetzt sind wir am Stand von Seat. Seat hat ja im Endeffekt den Mi Electric, im Endeffekt ein E-Up. Der E-Up basiert ja eigentlich aus einem schon viel, viel älteren Modell und den haben sie jetzt überarbeitet mit einer viel größeren Batterie, mit ganz anderen Preisen als vorher. Der E-Up hat damals so um die 27.000 Euro gekostet. Natürlich viel zu teuer für das Auto. Jetzt ist er so um die 20.000 zu haben in der Grundausstattung. Für mich die wahrscheinlich bessere Alternative ist eben der Seat Mi Electric. Und den sehen wir jetzt hier. Eigentlich wirklich, man kennt ihn, ja, wenn man den E-Up kennt, kennt man diesen Mi auch und das ist beim Skoda nicht anders. Aber obwohl er eigentlich keine Evolution gemacht hat, obwohl er eigentlich keine Revolution gemacht hat, hat er eine Evolution gemacht. E-Mobilität von Seat gab es bisher nicht und von Skoda auch nicht. Und dementsprechend ist das schon ein großer Schritt für den Konzern. VW hat es vorgemacht, das sind Konzernbrüder, das ist das gleiche Auto, aber halt mit einem anderen Namen. Ich finde ihn innen sehr, sehr schön. Ich bin ja vorher einen Verbrenner abgefahren schon mal und bin dann das erste E-Auto, das ich gefahren bin, war der E-Up und war von dem absolut begeistert. Und es ist im Endeffekt das gleiche Auto, nur halt mit größerer Akkukapazität und 82 PS, glaube ich, hat er. Und für das Auto völlig ausreichend. 40 kW Lader hat er drin und ob das jetzt serienmäßig kommt oder ob das Aufpreis kostet, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall soll er um die 20.000 Euro kosten und es ist eigentlich schon ein guter Preis, weil der Verbrenner ab, sage ich mal, der kostet ja auch schon so um die 15, also diesen Aufpreis würde ich gerne zahlen. Das ist für mich eher der Gamechanger wie ein Model 3, auch wenn mich jetzt die Tesla-Jünger schlagen werden, aber das ist einfach so, weil das Auto wirklich für den Massenmarkt ist. Model 3 verkauft sich gut, aber ich glaube, dass diese Teile sich noch besser verkaufen werden. Überlege ich auf so ein Auto? Ja, wenn mein Soul mal
ja, ausläuft, dann werde ich ziemlich sicher auf so ein kleineres Auto zurückgreifen. Ja, die Konsole innen kennt man eigentlich 1:1 aus und ab. Schaltung mechanisch, warum? Ganz klar, weil es ja im Endeffekt ein Verbrennerauto ist und dementsprechend hat er auch den Platz reserviert für den Verbrenner.